Dynamo TV aus dem Sommertrainingslager wird präsentiert von Sonnenklar TV, Reisebüro Lutz Hoffmann, zu finden in Meißen, Riesa und natürlich auch online. Der erste Härtetest im Trainingslager ist vorbei. Am Ende steht nach einer engagierten Leistung eine knappe Niederlage gegen Heidenheim. Wie fällt das Fazit zum Spiel aus? Ja, ich denke, dass das ein sehr, sehr guter Test war gegen eine sehr, sehr gute Zweitligamannschaft, die natürlich körperlich sehr, sehr robust spielen. Ich denke, es hat man in der einen oder anderen Szene gesehen. Das ist genau das, was wir jetzt auch brauchen, dass die Jungs sehen, um was es geht, dass wir die Zweikämpfe annehmen. Klar gibt es noch viele Sachen, die wir besser machen können, auch ein paar Pässe noch besser ausspielen können, ein bisschen abgezockter noch sein und natürlich auch mit Toren endlich mal belohnen. Aber im Grunde genommen war das ein sehr, sehr ordentlicher Test mit auch, sage ich mal, sehr, sehr vielen Torchancen für uns. Und ja, da bauen wir jetzt drauf auf und dann geht es natürlich jetzt an den Stellschrauben noch zu drehen und das dann, wie die Spieler dann auch gewinnen. Ja, ich finde, das war ein gutes, intensives Spiel. Ich finde auch, dass wir gut dagegen gehalten haben. Am Anfang haben wir ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, uns an das Tempo zu gewöhnen, an die Intensität. Dann haben wir das gut angenommen. Ich glaube, wir können vor dem 0-1 können wir auch 1-0 in Führung gehen in der Situation. Ich glaube, kann man auch Elfmeter geben. Müssen jetzt nicht jammern, aber kann man auch. Aber insgesamt, glaube ich, war es ein sehr ausgeglichenes Spiel. Wir haben am Anfang gegen 3-5-2 gespielt, nachher haben wir gegen 4-3-3 gespielt. Also waren auch taktische Ansprüche da an die Jungs. Ich finde, dass sie das gut umgesetzt haben. Hinten raus hat man gemerkt, so als wir dann den großen Wechsel gemacht haben, dass das natürlich dann nicht mehr so flüssig war und ein bisschen schwieriger wird. Das ist aber auch ganz normal. Aber ich finde schon, dass wir das ordentlich gelöst haben. Klar, verliert man nicht gerne. Das ist auch gut, dass man nicht gerne verliert, weil wir wollen ja auch gewinnen. Aber ich finde, dass wir das ordentlich gemacht haben. Vielleicht hätten wir das ein oder andere Tor schießen müssen. Das ist uns leider nicht gelungen. Das ist dieses Privileg Profifußball, das muss man bei der Chance packen. Ja, viele Chancen gibt es nicht. Ja, das ist dann immer so, dass okay, der ein oder andere abfallen wird. Aber die jungen Spieler hauen sich rein, die sind wissbegierig und die hören zu. Und das ist immer entscheidend dafür, okay, was können sie dann auch umsetzen. Müssen aber das auch umsetzen, was der Trainer von einem will. Aber man begleitet sie schon, ja, auch durch positive Ansagen, wenn mal Fehler passiert sind. Ich helfe dem Jungen nicht, wenn ich jetzt da noch draufklappe, ohne Ende. Das weiß er selber. Aber ich baue ihn so wieder auf mit Körpersprache und Zuspruch, dass er in der nächsten Aktion eine andere Lösung hat. Ja, ich denke mal schon, dass man die Handschrift des Trainers sieht. Er hat uns verschiedene Spielsysteme gegen den Ball hat uns aufgezeigt. 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, je nachdem. Also wir sind auf alles vorbereitet. Wenn die Mannschaften auch mal das System switchen, dann wissen wir, was uns erwartet und wie wir dann anzulaufen haben. Natürlich passt das in der einen oder anderen Situation noch nicht. Wir haben viele neue Spieler, wir haben viele junge Spieler. Da muss man noch, sage ich mal, noch besser anlaufen. Das macht es natürlich dann für uns auch hinten dann einfacher. Aber das wird dann jetzt mit der Zeit auch kommen. Ja, wir haben jetzt schon die Aufgaben, die uns im Spiel gestellt werden, haben wir in den Trainingstagen intensiv trainiert, weil wir haben für unterschiedliche Formationen, gegen die wir spielen, immer Lösungen. Und das ist immer schon mal ein guter Ansatz, weil wir wissen, okay, auf dem Feld passiert das und das. Entscheidend ist immer, dass wir alles gemeinsam machen und dann läuft das auch. Das ist halt enorm wichtig. Ne? Die Zeit zur nächsten Trainingseinheit ist halt sehr kurz. Und da geht es halt darum, halt die Beine wieder frisch zu kriegen, Beine zu lockern, den Lymphabfluss halt zu erhöhen. Ich sag mal, ich als älterer Spieler, der schon ein bisschen was auf dem Buckel hat und auch das ein oder andere Wehwehchen hat, natürlich durch vergangene Verletzungen, ist es natürlich umso wichtiger, dann einfach sich auch pflegen zu lassen. Und da haben wir natürlich hier Top-Bedingungen. Nicht nur die Behandlung ist wichtig, sondern die Möglichkeiten, die wir im Hotel nutzen können, den Wellnessbereich, aber auch die Ernährung, das Schlafen, ist halt ein großer Faktor, dass die Jungs dann am nächsten Tag halt wieder Leistung bringen können. Ich denke, der ein oder andere junge Spieler, der kommt dann vielleicht auch mal ohne Behandlung aus, aber wie gesagt, bei mir ist das schon sehr, sehr wichtig und das nutze ich natürlich hier auch aus und kann mich auch bei den Physios nur bedanken.